Hallo Leute, Peace und was geht ab zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal Yukuta. Und heute gibt's Infos über das Update. Lasst doch gerne schon mal ein Like da, weil dieses Video braucht sehr viel Arbeit. Ich habe da sehr viel vorbereitet und das seht ihr dann, wenn alles gut geht. Ja, und darum lasst doch gerne ein kostenloses Abo, ein Like-Abo da, dass ihr kein neues Video hier auf meinem Kanal Yukuta verpasst. So, fangen wir gerade an. Let's go. So, hier seht ihr schon mal den ersten Skin. Noch kurz so eingeblendet. So, und jetzt fangen wir gerade an mit dem ersten Skin. Octofang. Also der sieht übelst nice aus. Also Fang ist einer meiner Lieblingsbrawler und auch freue ich mich sehr über diesen Skin. Also übelst nice. Ja, schauen wir da. Also das sieht halt schon krass auch mit der Animation aus. So, geht's gerade weiter mit dem Postal Brock. Also das sieht halt schon nice aus. Da noch der Briefdings und so. Und dann, wie er da kommt und das so nimmt, das ist einfach mega gut. Also, das ist super. Also, mega Leistung von Supercell. Und noch kurz zum Sagen: dieser Octofang, der könnt ihr nämlich gratis bekommen. Ich verlinke euch das Video von Lukas. Und ihr könnt auch bei anderen YouTubern noch teilnehmen. Und dort könnt ihr diesen Skin eben gratis gewinnen. Ihr könnt euch das Video nochmal anschauen. Und ja, ich verlinke euch das alles, dass ihr da auch teilnehmen könnt. Ich habe auch teilgenommen. Ja, und jetzt gehen wir gerade weiter. So, also DJMs, das ist ja der Gewinner-Skin, wo wir aussuchen konnten. Und das sieht halt zuerst irgendwo, das war nur so ein Zeichentrickbild. Da habe ich mir zuerst gedacht, wo dieser Skin gewonnen hat. Also der sieht jetzt nicht so echt aus und ich weiß nicht, wie das wird, aber schaut euch das Ergebnis an. Das wurde mega gut. Einfach das DJ3Ms. Ja, gehen wir weiter. So. Da sehen wir noch ein bisschen Lukas, ja, das sind die BT21 Skins, das sind also mega cute Skins in Brawl Stars. Schauen wir uns die gerade an, let's go. So, ein Edgar Tata, also der ist übelst herzig, so wie er dann sich so dreht, so wii! Und dann sehen wir ihr seinen Schal und er einfach so als Herzchen. Edgar, ja, einfach mega lost, dass das so, weil Edgar ist ja eigentlich so ein harter Typ und dann wird er einfach so am Herzchen, das sieht dann so mega herzig aus. So, gehen wir weiter. So, zu Ruff Jimmy, Jimmy Ruff, einfach, das sieht so herzig aus, der ist einfach so cute, dieser Skin, so. Ja, also das sieht auch super aus. Also es sind coole Skins, ja. Machen wir weiter. Und einfach BBRJ. Wie sieht dieser Skin aus? Also Bibi ist auch übelst nice, aber einfach Bibi als Schaf. Wie sieht das bitte aus? Einfach BBRJ. Übelst nice, der Skin. Den hole ich mir sicher. Ich hoffe, ich habe genug Gems, ja. Okay, gehen wir weiter. So, Sandy Co. hier, wie das aussieht. Ich glaube, das ist so, sollten so wie ein Koala Sandy darstellen. Ja, ist auch eine gute Idee von Supercell. Und dann, wie sie sich noch so hinlegt, so, das sieht man vielleicht so. Und das ist auch gut. Also klar, sie schläft ja. So. Und dann Jackie Cookie, einfach so wie sie so springt, das ist so cute. Einfach so, weil eben, ihr kennt ja einfach die normalen Bro, wie das aussieht, aber Jackie Cookie, einfach so cute. Ja, gehen wir gerade weiter. So, Bull Mang. Wie
bitte sieht dieser Skin aus? Bull, ein harter Typ, weiß immer, wo es lang geht. Einfach so als Pferd oder so. Ja, wie sieht das aus so? Und dann wie er rennt, die Animation. Übelst krass, das sehen wir dann. So, ja, machen wir gerade weiter. So, Tick-Chocki. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Also Chocki klingt ein bisschen wie Chocki, also Schocki. Ja, so. Aber der sieht auch so sehr süß aus. So ein bisschen wie eine Kokosnuss. Ja, machen wir auch weiter. Dann gibt es ein neues Ereignis. Da kommen wir jetzt dazu. 10 Spieler in einem Match. Es ist Solo. Und du musst die Gegner halt besiegen und du wirst wieder gespawnt. Und der, wo zuerst 6 Kills hat, dann ist die Runde vorbei. Und dann wird so viel Kills, wie man hat, und dann wird halt abgezählt. Und dann hat man diese Person, wer 5 hat, hat man den zweiten und so. Ja, und einfach, was ich mich frage, wenn beide gleichzeitig 6 haben wird, aber das geht ja eigentlich gar nicht, weil immer einer wird den 6. zuerst kriegen. Ja, okay, macht schon Sinn. Ja, gehen wir weiter. So, da sehen wir noch eine Einblendung. Ja, so gehen wir weiter. Und das ist für die Clubliga. Wir kennen hier die normalen Clubliga, da spielen wir. Aber das sind Club Quests. Da müsst ihr als Club Quests machen und werdet so immer höher. Eine Woche Quests, eine Woche wieder Clubliga. Und das ist also übelst ein neues, cooles Update. Also ich freue mich sehr drauf. Das ist eines der besten Updates, die ich je erlebt habe. Ja, gehen wir weiter. Da seht ihr noch ein bisschen so, was das dann da hat. Ja, da. Da ist noch eine kleine Veränderung für Powerliga, dass man zu den anderen einen Brawler vorschlagen kann. Aber ja, das ist nicht so wichtig, aber auch cool. So, dann, da gibt es eine neue Challenge. Und da gibt es noch 2 andere, da kommen wir gerade dazu. Also da freue ich mich schon drauf. Da haben wir noch die von diesem auch Spiel von Supercell. Ja, da haben wir das auch, Clash of Clans, ja. Dann bekommt ihr auch den Pin, das zeige ich euch nachher noch. Und da noch so eine Speckle, ist wahrscheinlich eine Showdown Challenge. Gehen wir noch weiter. Da den Heyday von Hayden, den bekommt ihr gratis. Und da den Clash of Clans Pin, da könnt ihr eben in der Challenge bekommen. So, gehen wir noch weiter. Und falls ihr diesen coolen Skin noch nicht habt, bekommt ihr den einfach gratis. Stellt euch das mal vor, gratis einfach. Und ich habe den halt auch nicht und ich freue mich da riesig. Das ist schon cool. So, und ihr bekommt noch diese Gratis-Gems. Ja, Leute, das war's fürs Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und habt viele gute News erfahren. Und ja, lasst doch einfach gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr unterstützen. Ich würde mich auch sehr darüber freuen. Also, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Yokuta. Ciao. Und ja, Leute, ich habe zwar schon Tschüss gesagt, aber ich habe noch was vergessen und das will ich halt euch trotzdem noch gerne sagen. Darum habe ich jetzt noch kurz einen Clip gemacht, so das seht ihr dann gerade anschließend. So, und da gibt es noch den Otis 9 Brawler, so übelst nice. Und ich erzähle noch ein bisschen, was er kann und so. So, er schießt immer 3 von diesen Dingern. Die machen 690 Schaden pro Schlag. Sehr cool. Aber das ist das Übelste. Bei der Ulti, wenn er den Gegner trifft mit dem Stern, dann, wenn er einen Gegner trifft, er kann nichts mehr machen. Kein Gadget, keine Ulti und keine normale Range. Also einfach nichts. Also er wird mega OP sein. Ja.
Und kommen wir noch zum Shark Tot Cold. Das wird der Stufe 1 Brawl Pass Skin sein. Jetzt kommen wir noch zum Brawl Pass Skin von so Paraotis. Also diesmal ist es nicht so Otis oder Paraotis, also Para und dann erst dann Otis, sondern gerade im Anschluss so Paraotis. Also gut überlegt. Ja, Leute, jetzt sind wir echt mit dem Video fertig. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde da regelmäßig schauen und da werde ich es euch bearbeiten, eine Nachricht zurückschicken. Und dann schauen wir weiter. Ja, also Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt gute Infos erfahren. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.